sind ja nicht nur Schauspieler, Sie sind auch Filmemacher. Wie definieren Sie für sich die Botschaft, die ein Film aussenden sollte? Wow! Ich glaube, es gibt keine Botschaft. Welche Botschaft soll es geben? Gibt es keine Botschaft. Ich kann nicht mal sagen, dass man eine Frage stellt, man muss da sein. Ich glaube, das ist so. Letztendlich komme ich schon aus der Richtung der Schauspielerei. Das heißt, die Frage ist, wie existiere ich im Bild? Und das überhaupt, wie existiert Bild generell? Also wie schafft man das sozusagen, diese Existenz und dieses Dasein im Bild? Sie wollen also den Film wieder zurückführen zu dem, was er eigentlich sein sollte, nämlich ein Bildmedium. Sehe ich das richtig? Ja, Bildmedium. Nein, man muss das zurückführen zum Leben. Und Leben und Zeit auf eine andere Art und Weise zu verstehen. Das ist nicht so einfach. Ich kann Ihnen nur sagen, einfach ist es einfach da zu sein. Das ist alles. Und dann ist alles erlaubt. Ganz einfach. Man muss da sein, wach sein. Weil was interessiert mich? Mich interessiert sozusagen das lebendige Bild. Und was es erzählt, das ist schon eine zweite Geschichte. Natürlich. Das ist das lebendige Bild. Das ist, was mich interessiert. Kriegt man von Ihnen einen Film zu sehen in einem der kommenden Festivals? Stockholm, hoffe, Göteborg, Biennale? Ich hoffe. Der wurde ein paar Mal abgelehnt und ich verschicke ihn weiter. Jetzt habe ich ihn gerade nach Göteborg geschickt. Und den kommenden, der jetzt in einer Woche fertig geschnitten ist, werde ich auf die Biennale schicken. Den hätte ich auch schon geschickt. 2 wurden abgelehnt. Okay. That's dann 3., 4.